So, hallo und herzlich willkommen zum Live-Trading TV zu US Markteröffnung. Ah, jetzt funktioniert's. Ist ja wunderbar. Ich habe gerade eben hier 2 Minuten geredet und gewundert und getan und jetzt sehe ich, dass es wunderbarstens funktioniert. Warum es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, keine Ahnung, aber jetzt funktioniert es. Also es ist ein Bild zu sehen, es ist meine Stimme zu hören, das ist sehr schön. Und ja, wir klicken gleich hier, zack, zügig durch den Risikohinweis und dann wollen wir einen Blick werfen auf die US-Markteröffnung, beziehungsweise nochmal ganz kurz auch schauen auf die, ja, bereits einen ersten Blick werfen. So, morgen im Morning Meeting 10:30 Uhr, da können wir dann sicherlich noch ein paar mehr Details geben auf den ADP-Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar. Ein ziemlich sattes Ergebnis. Wir haben eine Anzahl von geschaffenen Stellen im privaten Sektor gehabt von 246.000. Wenn man das mal so ganz kurz einordnen möchte, wann wir das letzte Mal solch ein Reading zu sehen bekommen haben, das war, oder also was heißt so ein Reading zu sehen bekommen haben? Okay, das ist anders formuliert. Wir haben schon häufiger mal über 200.000 Stellen notiert. Hier mal kurzer Blick auf Trading Economics. Also man sieht hier zum Beispiel im November oder auch hier im Juli, da haben wir oberhalb von 200.000 Stellen, die geschaffen worden sind im privaten Sektor, hier Readings zu sehen bekommen. Das ist aber das zweithöchste nach hier Juni 2016. Und ich kann mich sehr gut an Juni 2016 erinnern, denn da waren die Non-Farm Payrolls phänomenal gut. Nachdem nämlich hier, und da kann man das schon sehen, Moment, die ADP-Zahlen, zuerst die ADP-Zahlen, nachdem nämlich hier bereits für Mai wirklich schlechte Zahlen für den Arbeitsmarkt ausgegeben worden sind. Und ganz kurz, man sagt immer gemeinhin, dass die ADP-Zahlen als Indikation für die Non-Farm Payrolls, also den US-Arbeitsmarktbericht ex agra am Freitag, der jetzt veröffentlicht wird, gelten. Da werfen wir einen kurzen Blick drauf. 271.000 neu geschaffene Stellen hatten wir damals, nachdem die ADP-Zahlen derart überzeugt hatten. Und in dem Zusammenhang muss man schon sagen, das gibt jetzt schon mal sehr deutlich die Richtung vor, in welche Richtung es dort mit dem Non-Farm Payrolls Arbeitsmarktbericht gehen kann. Oder sehr wahrscheinlich sogar gehen wird. Das wird sehr starkes Reading sein. Das wird die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer entsprechend nach oben anpassen. Die Volatilität, interessanterweise, die hält sich im US-Dollar, naja, ich sag mal, ein bisschen in den Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass der US-Dollar darauf massiv positiv performt. Ja, also wir haben allerdings sicherlich eine positive Performance, beziehungsweise wir gehen mal übergeordnet. Ich hätte jetzt hier sonst alle Währungspaare durchgeklickt. Wir haben aktuell eine recht starke Reaktion erstmal gegen den Trendsupport um 99,50 zu sehen bekommen. Das heißt also, der kann erstmal jetzt verteidigt werden. Dieses Reading, das ist natürlich in der Lage derzeit jetzt Spekulationen aufrecht zu erhalten, ausgehend von welchen man dann tatsächlich doch vielleicht 3 Zinsanhebungen in 2017 seitens der FED erwartet. Und genau da kommt nämlich dann eine ganz interessante Thematik ins Spiel. Die FED hat ausgehend von diesem Reading jetzt ein echtes Problem, denn wir erinnern uns dran, jetzt muss man ein bisschen um die Ecke denken sicherlich. Es ist sehr spekulativ, aber ich denke trotzdem ist da ein Fünkchen Wahrheit dran. Der Navarro hat gestern ja Deutschland vorgeworfen, von der Unterbewertung des Euros massiv zu profitieren. Infolgedessen hat der Markt den US-Dollar scharf verkauft, denn man erwartet auch seitens der US-Amerikaner folglich jetzt zeitnah dann tatsächlich, dass dort Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um die eigene Währung abzuwerten. Jetzt ist natürlich folgendes Problem, das steht erstmal im ersten Moment wirklich im vollständigen Gegensatz zu dem, was seitens der FED eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Der FED ist klar, dass sie mit einem Zinserhöhungszyklus, den sie allerdings auf den Weg bringen muss, wenn sie vermeiden möchte, dass die Situation in den USA überhitzt, dass sie damit einem starken US-Dollar in die Karten spielt. Ja? Nichtsdestotrotz erachtet es die FED ganz offensichtlich als notwendig. Andernfalls hätte Janet Yellen am 18. Januar ja nicht in diese Richtung kommuniziert und kurzzeitig dann hier entsprechend diese Gegenbewegung auf den Weg gebracht. Die hat jetzt nichts groß verändert an den Abschlägen, die dann sich in den Folgetagen angeschlossen haben. Aber zumindest mal hat Yellen hier für diese grünfarbene Kerze im US-Dollar gesorgt. Einfach nur zur Erinnerung. So, und jetzt ist es natürlich ganz interessant. Einerseits scheint eben die Trump-Administration, Trump selber, die Idee zu verfolgen, den US-Dollar dennoch möglichst schwach zu reden, denn in den USA ansässige Unternehmen, die würden natürlich von einem schwachen US-Dollar profitieren. Wenn jetzt allerdings die FED dann auf der Kehrseite steht und sagt, ja, tut uns leid, wir müssen aber hier quasi gegensteuern, dann ist das ein enormes Konfliktpotenzial, was daraus erwächst. Und dass Trump da ein bisschen schneller aus der Hüfte zu schießen scheint, das hat die Geschichte mit Sally Yates ja gezeigt am Montag.
die dort gefeuert worden ist. Ja, natürlich, sie ist auch eine Trump-Vertraute, insofern muss man das alles ein bisschen relativieren. Eine Obama-Vertraute gewesen. Deswegen muss man das alles ein bisschen relativieren, aber es birgt jetzt tatsächlich doch mehr Spannung, diese Fettsitzung, von der eigentlich heute Abend nicht so viel zu erwarten ist, als das vielleicht im ersten Moment zu erwarten gewesen wäre. Und infolgedessen bekommen wir aktuell an den Devisenmärkten doch ein bisschen Schwankungen zu sehen, ein bisschen Volatilität zu sehen. Auch die Aktienmärkte haben darauf positiv reagiert. Der Dow Jones scheint sich hier vollständig abzukoppeln von der Entwicklung, die wir in den Tagen zuvor gesehen haben, ja, ab Montag zu sehen bekommen haben, die Abschläge, der Rutsch unter die 20, zeitweise sogar der kurze Rutsch unter die 19.800er Marke. Jetzt hat es eben hier, zack, in der Vorbörse, kann man das sehen, hat es dort einen Lauf gegeben, der uns tatsächlich über 19.950 Punkte wieder geführt hat. Aber es ist eben keine weiterführende Action in Richtung der 20.000er Marke auf den Weg gebracht worden. Sind wir auch mal so gespannt, ob da überhaupt diesbezüglich was erwartet werden sollte. Ich persönlich bin skeptisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade schon angefangen, wieder so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu schaffen für meine technische Betrachtung für den DAX für morgen. Für den bin ich unterhalb von 10.750 Punkten skeptisch. Wir haben tatsächlich ja hier die 10.7 im DAX zurückerobert. Sage ich mal ganz kurz, kurzzeitig jedenfalls, sind allerdings unterhalb des Key-Levels geblieben, was ich heute früh ausgegeben hatte im Morning-Meeting oder Key-Region, 10.37, 10.57. Unterhalb derer sehe ich den DAX eher von der Short-Seite und wäre eben willens, dann auch tatsächlich nur Short-Engagements eben auf den Weg zu bringen. Finde auch diese Gegenbewegung jetzt nach oben relativ weit überdehnt. Will jetzt keine Short auf den Weg bringen, aber könnte mir vorstellen, dass eben tatsächlich dort vielleicht dann in den Wochenschluss hinein doch nochmal ein Leg-Down sich anschließt. Also sprich, dass wir doch nochmal ein bisschen bärische Action zu sehen bekommen. Abzuwarten bleibt, inwiefern dort die Fed eben dann das Zünglein an der Waage spielt. So, das ist meine Einschätzung für den DAX. Wenn ich jetzt damit dann entsprechend konform laufen möchte im Falle des Dow Jones, dann ist es tatsächlich so, dass diese Gegenbewegung hier eigentlich früher oder später zum Erliegen kommen sollte und wir davon ausgehen sollten, dass sich nochmal nähere oder weitere Abschläge eben im Dow Jones dann anschließen. Ich persönlich muss auch sagen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben tatsächlich, dass es nach unten noch nicht war, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben hier der Dow Jones nochmal eine ernsthafte Attacke auf die 19.700er Marke auf den Weg bringt. Ja. So, dann gucken wir nochmal hier auf die Range. Wir sehen auch immer noch diese bärische Divergenz, die ist immer noch weiterhin im Spiel, hat sich auch nicht vollständig aufgelöst und dergleichen. Also es scheint sehr wahrscheinlich und realistisch, dass da nochmal eine Attacke auf der Unterseite erfolgt, als dass denn da jetzt nochmal eine Attacke auf die Hochs um 20.150 Punkten und höher erfolgt. Genauso wie im DAX es in meinen Augen recht unwahrscheinlich scheint, dass wir die 11.900 nochmal rausnehmen, jetzt zeitnah und dann in Richtung uns der 12.000er Marke aufmachen. Also ich bleibe da eher skeptisch und ausgehend von der Price Action würde ich dann infolgedessen jetzt für den Dow Jones folgende Überlegung formulieren, vorausgesetzt es kommt überhaupt dazu. Ja, möglich ist, dass es jetzt sofort zu einem Break aus dieser Open Range kommt. Ich würde gerne folgendes Szenario sehen. Und zwar würde ich gerne den Verlauf sehen, wonach hier, hoppala, den brauchen wir, wonach wir jetzt erst nochmal einen Rücksetzer gegen den Kassa Open zu sehen bekommen. Also Kassa Open ist der 15.30 Open und dann den Dow von hier shorten mit einem Stop oberhalb der Tageshochs. Das ist dann, zack, guck mal ganz kurz, das ist dann hier die 19.964. Wo haben wir? Da. Das ist 19.964 und der Entry hier, das wäre tatsächlich auch ein ganz kleines Risiko eigentlich, der Entry, der erfolgte im Bereich so 19.937. Ich hoffe, dass man das lesen kann. So, und das Ziel einer solchen Bewegung, ich weiß es nicht, ob man nicht ein bisschen zu optimistisch ist, wenn man hier die Tiefs von gestern sich anschaut, ja, und dann auf diese geht, aber Fakt ist auf jeden Fall, bei 30 Punkten maximal Risiko auf der Oberseite scheint es durchaus denkbar, dass wir da vielleicht nochmal einen Rutsch auf der Unterseite zu sehen bekommen. Seid aber definitiv vorsichtig, 20 Uhr wird es mit der Fed potenziell volatiler. Ob ich da eine Position halten will, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich wäre da jetzt nicht so ein Fan von, weil ich auch gar keine wirkliche Einschätzung habe, in welche Richtung das tatsächlich dann geht. Wobei wenn die Fed tatsächlich hier den Entwicklungen derzeit, die so ein bisschen Einzug halten, auch die ADP-Zahlen, muss man warten, ob die überhaupt mit einbezogen werden, aber dass man vielleicht
doch eine Umkehr dieses Trump-Trades zu sehen bekommt und infolgedessen dann eben der US-Dollar unter Druck gerät und auch die Aktienmärkte infolgedessen unter Druck geraten. Also zumindest scheint diese Korrelation gerade zu bestehen. Das heißt also, tendenziell wäre eigentlich eine interessanterweise eher dovische Rhetorik oder eine dovische Interpretation des Fed-Statements, was man gemeinhin eher positiv für Aktien wertet, im aktuellen Marktumfeld eher negativ für Aktien zu werten. Und das wäre das, wie gesagt, was dann solch ein Treiber eben darbieten könnte. Bleibt aber abzuwarten, ob die Fed wirklich so auf in Anführungsstrichen Konfrontationskurs hier mit der Trump-Administration geht, die ja jetzt recht deutlich doch gestern auch gezeigt hat, dass da auch der Wille sicherlich bestehen dürfte, den US-Dollar langfristig abzuwerten. Ja, das zum Dow Jones, zur Markteröffnung heute. Ich wünsche euch damit dann einen schönen Abend und viel Spaß und Erfolg heute Abend zur Fed, falls ihr plant, dort irgendwie aktiv zu werden. Und wir hören uns dann morgen wieder, sehr wahrscheinlich schon bereits um 9.02 Uhr. Ja, die meisten dürften da vielleicht schon reinschalten zum DAX Long oder Short, wo wir uns die Marktöffnung im DAX betrachten. Ja, und vielleicht ausgehend von der Open Range dann ein Short-Szenario zeichnen. Mal schauen, vielleicht gibt es heute Abend ja schon eine erste Idee, in welche Richtung dort ein Impuls auf den Weg gebracht werden könnte. Dürfen auf jeden Fall gespannt sein. 9.02 Uhr hören wir uns oder morgen zum Morning Meeting um 10.30 Uhr im JFD Livestream. Und ja, bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl. Happy Trading, passt auf die Stops auf und dann hören wir morgen voneinander. Ich freue mich drauf. Macht's gut, habt euch wohl und tschüss.